Hallo, Tabakgenießer, Pfeifenfreunde da draußen. Boah, ich habe nun Mittag gegessen. Es gab Risotto und Lammrippchen gegrillt. Und so denke ich, müsste ich heute mal eine neue Dose Tabak aufmachen. Und da sehe ich natürlich in meinem Lager jede Menge davon. Was könnte da am besten dazu passen? Was habe ich denn noch so in meinem Lager? Da habe ich von Janssens Pfeifendepot noch den DSK Flake. Das ist, soweit ich mich erinnere, der ist schon relativ lange hier. Ist so das sogenannte Streifenhörnchen. Virginia Dark Fired Kentucky Barrique. Nicht schlecht. Dann habe ich hier Dunhill Mixture 221B Baker Street. Ja, ich glaube, eine traditionelle englische Mischung, nach der ist mir momentan nicht so richtig. Kenne ich auch noch nicht den Tabak. Dann habe ich hier schon einige Zeit liegen den White Dog. Weiß gar nicht, ob es den noch gibt, von Hans Wiedemann. Kenne ich auch nicht. Weiß ich nicht. Dann Gavis Mitcher. Samuel Gavis, die Curly Flake. Ah, das könnte was sein. Ja. Mit Barrique. Louisiana Barrique, Virginia. Ja, weiß nicht. Dann habe ich hier noch eine alte Dose Raiko Schokolade. Wie gesagt, das sind alles volle Dosen. Raiko Schokolade, den hebe ich mir noch auf und dann zwei Dosen Nashville County. Okay, ich habe den werde ich mir noch aufheben, also den werde ich noch nicht öffnen. Da schmeckt mir momentan der Louisiana Broken besser. Aber das ist so momentan mein Geschmack, den ich hinterher hinge. Dann habe ich hier noch eine Scotney. Na, weiß ich nicht. Ein Golden Blend von McBurn, der ist auch schon ewig hier. Ein, soweit ich weiß, ein Burley. Ah, weiß nicht. Aber jetzt kommt etwas, den ich wahrscheinlich aufmache, nämlich ein W.O. Larsen 32. Ich glaube, danach ist mir momentan. Es ist ein Curly auch. Virginia. Und die weiteren Beigaben weiß ich jetzt momentan nicht. Aber ich weiß jedenfalls, das ist so richtig ein Keks. Keksgeschmack, Brotgeschmack. Ein bisschen süß, aber doch, ja, ich denke, den mache ich auf, denke ich. Aber wenn wir schon dabei sind, mein Lager zu besichtigen, dann habe ich noch Flake Medaillons. Das ist ja gut. Surinanz. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich darf nicht Surinanz öffnen. Surinanz. Und einen Vintage Syrien. Nee, das ist momentan nichts. Ah, Surinanz oder W.O. Larsen. Sind zwei. Da wird wieder der Matthias aus dem Hessischen wird dann wieder sagen, ah, die kann man nicht miteinander vergleichen, aber ich gehe momentan nach meinen Gaumen und nach was ist mir momentan und beide, denke ich, könnten mir jetzt weiterhelfen mit meinem gesättigten Magen. Den Caro Mio, der ist schon geöffnet. Das ist die einzige Dose, die hier in dem Lager ist, die schon geöffnet ist. Ich rauche ihn nur noch so ab und zu mal. Er ist nicht so richtig momentan, was meine Geschmackserwartungen trifft. Nyala, der ist auch noch zu. Den lassen wir mal. Was haben wir hier noch? Fourth Generation. Den kenne ich noch gar nicht. Ja, der hat hier sogar ein Bildchen drauf. Ein Abschreckungsbildchen. Rauchen führt zu Verstopfung der Blutgefäße und verursacht Herzinfarkte und Hirnschläge. Okay.
Den kenne ich noch gar nicht. Er ist aus der Schweiz. Aber ich lasse ihn mal liegen, den muss ich. Makua, ah, der wäre auch was. Makua, aber ich denke, Lyonasen oder. Ja, ich tue nochmal hier dazu. Was haben wir hier? Turquoise. Ah, das ist einer aus USA. Trafalgar, Turquoise and Sun. Trafalgar ist, glaube ich, mehr so die englische mit Latakia und so weiter. Hier haben wir noch einen Seattle Pipe Club. Oh, der ist auch schon ewig alt, aber die USA-Dosen, die sind ja luftdicht verschlossen, ich denke. Und es sind keine Aromaten. Von daher tut es denen mal nichts, ein bisschen länger zu warten. Hier habe ich noch ein paar Magne Falcum. Den 12 Dollar Head Grimhouse 12 und 21 und die 3. Und hier noch ein paar Mischbox Burley, Kentucky und Orient. Da muss ich mehr Ruhe haben. Das ist was für den Winter, mich damit zu befassen, zu beschäftigen. Also, wir haben 3 Stück. Was meint ihr? Was soll ich aufmachen? Oh, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Violasen, Schwinanz. Makua, ich glaube mit der Makua. Den tue ich wieder mal zurück. Also eins von den beiden. Ihr werdet es dann sehen. Ich habe ja noch ein paar USA-Schätze. Vom Wolfgang habe ich noch den Captain Cool aus Flensburg. Ich habe noch einen Cajun Cake. Aber das ist momentan alles nicht so in die Richtung. Ich habe noch einen Burley Flake Nummer 2. Oh, da habe ich noch einen vom Wolfgang aus Flensburg. Blockade Runner, Cornell & Deal. Naja, nee. JLBs, Montgomery. Weiß ich jetzt momentan. Virginias, Virginias, Virginias. Also scheinbar hauptsächlich Virginia. Und noch ein Barbary Coast, der ist auch fein. Mit Brandy, the finest cube cut Burley. Ja. Rich, Red Virginia. Es wird jetzt schwer. Jetzt habe ich natürlich diese Box auch aufgemacht. Jetzt wird es natürlich schwer. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir 3. Leute, jetzt haben wir 3 zur Auswahl. Barbary Coast, Srinand und Violasen. Was wird's? Gebt mir einen Tipp. Schnell! Nee, Schatz. Okay. Also, daraus wähle ich jetzt aus. Und vielleicht sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, nun habe ich mir es gemütlich gemacht. Ich habe mir noch einen Wein eingeschenkt. Einen Weißherbst, einen badischen. Fläschchen ist immer am Mann. Weißburgunder. Meine, ja, fast Lieblingsweinsorte. Dann habe ich mir hergerichtet meine Pfeife, die ich jetzt anzünden werde. Das ist das Spinning Top. Ihr kennt es ja. Hat schon einige Zeit auf dem Buckel und einige Rauchsessions. So, und nun habe ich sie nochmal hier. Barbary Coast, Violasen, Srinanz. Die ich gerade in die engere Wahl gezogen habe. Ich denke, einer von den beiden wird's. Ja. Ich denke, momentan bin ich mehr so auf den Kekstrip. Ich werde den Violasen öffnen. Gut. Also, Entscheidung ist getroffen. Ja, sie war schon während des Weineinschenkens getroffen. Ich trinke nochmal auf euer Wohl. Weißherbst ist ein sehr frischer Wein.
fruchtig, ein bisschen blumig und herrlich, wunderbar. Herrlich. So, also machen wir auf. Vakuum ist weg. Oh. Und was kommt da zum Vorschein? Natürlich ein Violasen. Oh. Jo, das ist genau das Richtige für mich. Das ist genau das Richtige für einen Vater. Dazu die Spinning Top. Oh. Da liegt schon einige Zeit, aber so vom Anfassen her ist er noch normal feucht. Ah, da gönnen wir uns noch eine halbe. So. So, Jungs und Mädels, nicht ganz voll, aber es passt schon. Sieht gut. Dann zünden wir mal an. Schön angezündet, ganze Oberfläche. Ja, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, nach dem schweren Essen. Ja, schweres Essen war es nicht, aber es war gut Öl dran und natürlich so ein Lammrippchen. Man kennt es ja von den Spare Ribs, von den Schweinen her. Auch Lammrippchen sind ein bisschen durchwachsen, das heißt ein bisschen Fett. Aber ich mag dieses Lammfett wunderbar, herrlich. Aber es sättigt doch und man ist doch voll und man genießt gerne dann hinterher noch ein Pfeifchen und ein Schlückchen Wein. Jo. Also, das war's. Ich ziehe mich jetzt zurück in meine Ecke mit meiner Pfeife, mit meinem Spinning Top. Euch sage ich tschüss, macht es gut. Tschüss.